Holz ist ein vielseitig einsetzbarer und vor allem nachwachsender Rohstoff. Er liefert Zellulose für die Papierindustrie. Aus Holz kann aber auch Biokraftstoff und Biogas gewonnen werden. Die meisten Bäume benötigen viele Jahre, bis wir sie nutzen können. Daher sind schnell wachsende Bäume besonders interessant als Rohstoffquelle. Bekanntestes Beispiel ist die Pappel. Ich bin Tobias Rückmann und habe meine Doktorarbeit am Thünen-Institut für Forstgenetik gemacht. In meinem Projekt ging es darum, die Biomassebildung in der Pappel zu steigern, um sie als nachwachsenden Rohstoff für die Energiegewinnung zu verwenden. Pappeln sind schnell wachsende Baumarten, die aber vergleichsweise anspruchslos sind und daher können sie auch auf Flächen angebaut werden, die nährstoffarm sind, sogenannte Grenzertragsstandorte. Und wenn man diese Grenzertragsstandorte für Pappeln nutzen kann, zum Beispiel zur Energieproduktion, kommt es nicht zu einer Konkurrenz zu Nahrungsmitteln zum Beispiel. Und daher ist es also eine sinnvolle Alternative zur Biomasseproduktion. Im Vorfeld des Projekts haben wir eine Publikation gefunden, in der beschrieben wurde, dass in einer krautigen Pflanze, die jeder eigentlich aus dem Garten kennt als Unkraut, in Arabidopsis zwei Gene ausgeschaltet wurden und daraufhin wurde in Arabidopsis Holz produziert. Das ist sonst unüblich. Und dann haben wir uns also weitere Gene angesehen, die auch sowas auslösen könnten, nämlich Blütengene in der Pappel, aber auch weitere Gene, die im Holz, im Xylem, zur Ausprägung kommen und genau diese Gene haben wir dann so verändert, dass sie stärker oder weniger stark in der Pappel exprimiert werden, also zur Ausprägung gebracht werden. Zur Steigerung der Biomasseproduktion haben wir unser ausgesuchtes Kandidatengen herunterreguliert, indem wir ein kleines RNA-Molekül in die Pflanzenzellen eingeschleust haben. Dies blockiert die Ausprägung des Gens und dadurch haben wir erhofft, dass die Pflanzen ein stärkeres Höhenwachstum zeigen. Nach Veränderung des Gens in den einzelnen Zellen ist die Herausforderung, dass wir aus einer einzelnen Zelle wieder eine gesamte Pflanze, eine komplette Pflanze regenerieren müssen. Und dafür haben wir verschiedene Techniken in der Gewebekultur. Wir ziehen also die einzelnen Zellen auf einem bestimmten Medium an, das mit Hormonen versetzt ist. Und diese Hormone regen eine einzelne Zelle dazu an, sich zu vermehren und dann auch verschiedene Organe wie Blätter, Wurzeln und einen Spross auszubilden. Und diese Pflanzen können wir dann vermehren, auch in der Gewebekultur und später in Töpfe überführen. Wir haben die veränderten Pflanzen ins Gewächshaus überführt und dort für 2 Jahre kultiviert. Zunächst zeigten sie keinerlei Unterschiede zu den nicht veränderten Pflanzen und sahen äußerlich auch völlig unauffällig aus. Dann stellten wir allerdings fest, dass sie ein stärkeres Höhenwachstum zeigen und im Durchschnitt um bis zu 32% höher waren als die nicht veränderten Pflanzen. Das war ein erster wichtiger Schritt, die Biomasseproduktion dieser Bäume zu steigern. Aber es gab dann noch eine weitere Idee, um Pappeln als Rohstoffquelle wertvoller zu machen. Seine Arbeitsgruppe erhöhte in den Pflanzen die Aktivität eines Gens für die Lignan-Biosynthese. Lignane sind Stoffe, von denen man annimmt, dass sie vor bestimmten Krebsarten schützen können, etwa vor Brustkrebs oder Prostatakrebs. Diese Pappeln sind für die Bioökonomie interessant, denn sie produzieren ja mehr Lignane und die Lignane können dann also erst aus dem Holz herausgeholt werden und pharmazeutisch verwendet werden. Das verbleibende Material kann dann zur Papierproduktion oder zur thermischen Verwertung zur Energiegewinnung genutzt werden. Eine solche Mehrfachnutzung macht Bäume als Rohstofflieferanten deutlich effizienter. Diese Forschungsarbeit zeigt daher auch, wie bereits in der Grundlagenforschung wirtschaftlich interessante Strategien entstehen können.